Jaulende Kompressoren, qualmende Reifen, mehr Leistung als mancher LKW. Niemand interpretiert und zelebriert V8-Motoren radikaler als die Amis. Ganz vorne mit dabei Dodge. Gleich drei Vertreter dieser Zunft schickt der Autobauer aus Michigan aktuell ins Rennen. Darunter auch das stärkste Serien-SUV der Welt. 7 reifenfressende, alles verblasende und spritsüchtige Fakten jetzt bei Die 7. Fakt Nummer 1. Hemi V8 ist Trumpf. Der Hemi V8 mit 6,2 Litern Hubraum und Kompressoraufladung, auch bekannt als Hellcat V8, ist das Maß aller Dinge bei Dodge. Seine bisherige Leistungsspitze erreicht er 2017, als der Challenger SRT Demon vorgestellt wird. Leistung mehr als 850 PS. Drehmoment mehr als 1000 Newtonmeter. Um diese Leistung und die unbändige Kraft auf die Straße zu bringen, kriegt der Demon spezielle Dragreifen an der Hinterachse montiert. Diese verbeißen sich so im Asphalt, dass sich bei einem stehenden Start die Nase in die Luft hebt. Bis zu 90 cm legt der Demon im Wheelie zurück. Das ist Rekord. Kein Beifahrersitz, keine Rückbank, kaum Dämmmaterial, Verzicht auf Komfortfeatures und diverse Leichtbauteile. Auch sonst ist das PS-Monster voll auf Längsbeschleunigung auf dem Dragstrip getrimmt. Fun Fact: Für jeweils einen symbolischen Dollar verbaut Dodge die fehlenden Teile auf Wunsch. Nur ein Modelljahr lang wird der Demon gebaut. Rund 3000 Exemplare für die USA und ein paar gehen nach Kanada. Der Rest der Welt schaut traurig zu. Fakt Nummer 2: Der stärkste Serien-SUV der Welt. Zwar bildet der Durango SRT Hellcat nur den Einstieg in den Käfig der Höllenkatzen, dennoch ist er ein echtes Alpha-Tier. Er setzt sich die Krone des stärksten Serien-SUV der Welt auf. 720 PS und 875 Newtonmeter spendiert der Hemi V8 mit Kompressor in seinem Fall. Wann sind wir endlich da? Diese Frage von einer der zwei Rückbänke können Papa und Mama getrost mit sehr bald beantworten. In 3,6 Sekunden sprintet der Supersportwagen unter den Utility Vehicles auf Tempo 100. 11,5 Sekunden vergehen, bis die erstaunten Gesichter während einer Viertelmeile glatt gezogen werden. Maximal sind 290 km/h drin. Im Gegensatz zu seinen Hellcat-Brüdern treibt der Durango nicht nur die Hinterachse an, sondern kommt mit Allradantrieb. Eine 8-Gang-Automatik verteilt die Kraft an 4 Radiergummis im 20-Zoll-Format. An der Front gibt sich das Durango-Spitzenmodell durch seine aggressive Optik und die sportliche Gestaltung der Schürzen zu erkennen. Hinten entschwinden die Abgase durch eine zweiflutige Auspuffanlage. Innen gibt's typische Sportzutaten. Abgeflachtes Lederlenkrad mit Schaltwippen und SRT-Logo, rot akzentuierte Instrumente sowie Ledersitze mit farblich abgesetzten Stickereien und Logos. Fakt Nummer 3. Keiner kann mithalten. Und wer bietet dem König unter den grotesk leistungsstarken SUV die Stirn? Nun, der vielleicht schärfste, weil leistungsstärkste Konkurrent kommt quasi aus dem eigenen Haus. Mit 710 PS musste der Jeep Grand Cherokee Trackhawk seine PS-Krone gerade erst an den Durango weiterreichen. Er wird übrigens vom gleichen Motor angetrieben, aber das habt ihr sicher schon längst gehört. Der nächste Konkurrent kommt aus Zuffenhausen. 680 PS entlockt Porsche der Antriebskombination des Cayenne Turbo S E-Hybrid. Sie besteht aus einem 4-Liter V8 Biturbo und einem Elektromotor. So sprintet der dicke Deutsche in 3,8 Sekunden auf Tempo 100, wenn denn der Akku des Plug-in-Hybriden aufgeladen ist. Gerüchten zufolge soll diese Antriebskombination bald auch das Facelift des Lamborghini Urus antreiben. Bisher fährt der Italiener noch ohne zusätzliche Elektropower vor. 650 PS leistet sein 4-Liter V8. Auch ein 12-Zylinder befindet sich unter den leistungsstärksten SUV. Im Bentayga Speed setzt Bentley auf einen W12-Motor mit 6 Litern Hubraum und 635 PS. Mit 2 Turboladern und V8-Motor kommen 2 weitere deutsche Vertreter der Power-SUV daher. 625 PS leisten die stärksten SUV namens X5M und X6M Competition von BMW. 612 sind es im Mercedes-AMG GLE 63S. Letzterer verfügt als Mildhybrid zusätzlich über einen integrierten Startergenerator, welcher per Boost-Funktion kurzzeitig weitere 22 PS beisteuert. Fakt Nummer 4. Geht weg wie warme Semmeln.
Ein 720 PS Auto für 81.000 Dollar, also umgerechnet rund 68.000 Euro, in Deutschland undenkbar. Doch genau so viel wird der Durango SRT Hellcat in den USA kosten. Und die Nachfrage ist unerwartet hoch. Plante Dodge ursprünglich nur die Auslieferung von weniger als 2.000 Fahrzeugen, erhöht der Hersteller diese Kapazität nun um 50% auf 3.000. Dazu optimiert Dodge laut Vertriebsleiter Matt McAleer die Produktion und erhöht den Output. Allerdings betont er ebenfalls, dass die Produktion des leistungsschwangeren Familien-SUV definitiv 2021 enden werde. Grund: Der Hellcat-Motor erfüllt die ab 2022 in den USA geltenden Emissionsrichtlinien nicht. Fakt Nummer 5: Mehr Leistung, noch günstiger. Die Motorproblematik würde entsprechend auch für den stärksten Charger in der Dodge-Familie gelten. In der Limousine geht Dodge leistungstechnisch noch einen Schritt weiter. 808 PS und 959 Newtonmeter liefert der Hemi V8 von lautem Kompressorjaulen begleitet an der Hinterachse ab. So sprintet der Charger SRT Hellcat Red Eye nochmal schneller auf 100, bewältigt die Viertelmeile in 10,6 Sekunden und rennt maximal 327 km/h schnell. Auch er ist in Amerika verglichen mit deutschen Powerlimousinen ein absolutes Schnäppchen. 78.600 Dollar schreibt Dodge auf das Preisschild. Zum Vergleich: Ein BMW M5 mit 600 PS kostet in den USA schon mindestens 103.500 Dollar. Fakt Nummer 6: Viertelmeilenkönig. Drag Races erfreuen sich in Amerika größter Beliebtheit. Der Spezialist im Power-Trio von Dodge, der Challenger SRT Superstock. Mit 818 PS erreicht er die aktuelle Leistungsspitze des 6,2 Liter Hemi V8 mit Kompressor. Nach 10,5 Sekunden sind die 402 Meter der Viertelmeile bewältigt. Dabei ist er am Ende 211 km/h schnell. Auf 100 sprintet der Gewinner jedes Ampelrennens in rund 3,3 Sekunden. Allerdings, schon bei 270 km/h ist Schluss. Grund dafür sind die speziellen superklebrigen Dragreifen, die auf den 18 Zöllern montiert sind. Widebody-Anbauten und eine spezielle Motorhaube machen den Sprinter auch optisch zum aufgepumptesten unter den Muscle Cars. Wie der Charger bekommt auch der Challenger eine extra Kühleinheit, die das Kältemittel der Klimaanlage nutzt. Mittels dieses sogenannten SRT Power Chiller wird die Ansaugluft gekühlt. Als einziger trägt der Challenger ein asymmetrisches Sperrdiff an der Hinterachse und lässt sich insgesamt noch spezieller auf den jeweiligen Einsatzzweck abstimmen. Ach ja, eine Line-Lock-Funktion zur Blockierung der vorderen Bremsen gibt's natürlich auch. Reifen aufwärmen und so, ihr wisst schon. Fakt Nummer 7: Mehr Leistung ist kaum zu haben. Wer mehr oder ähnliche Leistung wie Challenger oder Charger haben will, muss sich entweder bei Tunern umschauen oder einen Supersportwagen kaufen. Der einzige Konkurrent in normalen Preissphären ist gleichzeitig eine Legende: Ford Mustang Shelby GT 500. Auch er kommt mit einem V8-Motor, der 5,2 Liter groß ist, und Kompressor daher. Mit 771 PS und 847 Newtonmetern Drehmoment unterliegt er den Topmodellen von Dodge leicht. Burnouts, Ehrensache. Auch er kommt mit einzeln ansteuerbarer Bremse an der Vorderachse. Mit rund 74.000 Dollar ist er etwas günstiger als der Challenger mit 818 PS, aber eben auf der Viertelmeile auch etwas langsamer. Bei deutschen Herstellern ist in diesen PS-Regionen und vor allem in diesem Preissegment sowieso nichts zu holen. Das waren 7 Fakten zum Power-Trio von Dodge. Was haltet ihr von den aufgepumpten Kompressor V8 Muskelprotzen aus den USA? Maßlos übertrieben oder unendlich geil? Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Automotor und Sport Channel, der TV-Sender. Jetzt in den App Store und die Automotor und Sport Channel App runterladen.